Also Lavendel hatten sie hier drin jedenfalls nicht geladen. Pech sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Du, in diesem Spiel wird noch mehr als genug gesoffen. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Ein Hufeisen? Kein Pech, sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Gut. Sie waren beide hier. Es gibt ja noch sehr viele Szenen, die rein theoretisch zensiert werden müssten. Sie will mir noch was zeigen. Ach, so sehen die hier aus. Hier gehen die ja noch voll. Nicht so wie im zweiten. Die sind vom zweiten zu dem jetzigen Teil geschrumpft. Ich kann jetzt wenigstens mit diesen ganzen Gegnernamen endlich mal was anfangen. Das hat seine Vorteile, auf den ersten und zweiten Teil voll gespielt zu haben. Ich bin jetzt voll in der Materie drin. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich tue, aber ich bin voll drin. Kleiner Spinn. Ist immer besser. Es sind ja keine Spinnen. Die haben 6 Beine. Spinnen haben 8. Das sind keine Spinnen. Sonst würde ich nicht so reagieren, wie ich gerade reagiere. Sonst wäre ich völlig panisch und aufgelöst. Das ist sehr stimmt. Da haben sich ein paar Nekrophagen einen schönen Tag gemacht. Das sollte ich mir mal ansehen. Aua. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Nur das Schwert kann ich leider nicht reparieren gerade. Was haben wir denn da? Tomaten, Würstchen, knusprigen Speck. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Rippchen. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Stimmt. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein, hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Ja, bin ich auch. Würstchen. Noch ein Wolf. Einer Lust auf Wolfsbraten heute? Nein, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich... Fischerhütte. Ich möchte wohl, dass ich sie mir näher essen ansehe. Würde. Wollen wir statt zu klopfen? Einfach mal so rein. Das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremde? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen.
Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Nicht verstanden. Ja, und? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Oh. Still, Junge. Kinder. Ich hasse Kinder. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet, mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch, doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kam sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch... Boah, das Kind im Hintergrund sieht aber deutlich älter aus, als es als Kind hätte sein sollen. Außerdem so ein bisschen unkleiblich. Der Brandmarkt. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler. Als wären die Sterne erloschen. Boah, das Gesicht des Jungen, ey. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann... Das ist wie so ein richtiges... Aus dem Wald? Dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus. Und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald. So groß wie eine Scheune. Mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. So kleine Hooligan, ja. Fiechte Frau Annas Pferd an. Riss ihm den Kopf ab. Wird nur der Knüppel. Trug sie in den Wald. Unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken so und rissen sich los. Komplett in schwarz. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück so, so ein nach Fußball ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Mama. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein geil. Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Okay. Die Tochter ist bei uns in Ochsenfurt. Das klingt irgendwie so komisch. Ja. Finde ich auch. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Juhu, Stufe 7. Sehr schön. Aber leider kein neues Zeichen hier frei.
Das sparen wir auch erstmal. Plötze! Komm her, meine Plötze! Fein! Brave Plötze! So, jetzt möchte ich erstmal meine... Oha, Plötze. Wobei, warte mal, wo ist Ochsenfurt? Ich weiß es nicht. Ah, okay, da ist... Das ist Ochsenfurt. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Ochsenfurt. Langsam. Ja, schön, dass ein Update ready ist. Das will ich aber gerade gar nicht. So, hier ist... Also erstmal auf einer Ochsenfurt, da kann ich dann auch meine Sachen hier reparieren. Seltsam, das Ganze hier. Die Leichen fliegen im Wind. Die flattern zärtlich. Ja. Die flattern zärtlich im Wind. In der Umarmung des Todes. Welche sie ereilte. Wir reiten dann einfach mal querfeld ein, ne? Ihr mich immer angeblich Wüsi mal gesehen habt, das habt ihr im zweiten Teil schon immer wieder gesagt. Es gibt ja keine Umwege. Ja, stimmt. Es gibt keine Umwege. Wie komme ich denn da nur drauf? Hier und Umwege. Ja, nee. Nicht klar. Heya! So, plötzlich. Bleibt mal hier stehen. Kümmern wir uns mal darum, dass wir hier reinkommen. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei. Mensch, Stau und stockender Verkehr auf der Brücke. Kein Durchgang. Das habe ich ihm vernommen. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Klar. Nur mit Passierschein. Ist doch Freitag. Beziehungsweise jetzt nicht mehr, jetzt ist Samstag. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat.
Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Wo bekomme ich einen Passierschein her? Bis dann. Du kannst nicht vorbei, ja. Kannst nicht vorbei. Du kannst nicht vorbei. Passierschein A38, ja. Das ist ein langer Weg schon mal. Okay. Runtergelaufen. Ja, aber wo kriegen wir das jetzt her? Nur mit dem blauen Formular? Da steht unsere Plötze. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren. Ja. Aber du hast nichts, was ich gebrauchen kann. Leb wohl. Gut, aber bevor ich jetzt gleich weitersuche, muss ich nochmal ganz kurz wohin. Nehme ich aber erstmal in Sicherheit. Ich weiß nicht, wie geht in dem Game, oder? Ja. Na doch, im ersten Teil. In dem ersten Teil hatte ich relativ viel. Da hatte ich ja bis zu 6000 Orns. Hier sind wir ja noch relativ am Anfang. Also vielleicht haben wir später auch noch ein bisschen mehr. So, aber wie gesagt, ich bin gleich wieder da. Dauert nicht lange. Also, ja, bis gleich. Aber diesmal mache ich einmal ganz kurz Pause. So. Ja, Passierschein. Wie kommen wir an einen Passierschein? Vom Oberkommando. Mhm. Oberkommando. Ja, ja, pfeif du mal. Nicht wieder unter deinem Stall, hast du's eilig? Ja, hab ich. Lang lebe Radovid. Ja, yeah, Radovid, genau. Oh. Deinesgleichen steckt einen an mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Ach, Leute. Oh, da sind ja auch noch Wachen. Wie komme ich an den Kackpazierschein? Ist hier noch irgendwen? Sich ab! Vor allem, die sind doch alle so nett, ne? Passierschein. Komm schon. Aus dem Weg. Wir brauchen keinen Passierschein. Wir sind aus Novigrad. Seit über 8 Generationen. Der Krieg hat uns in Lysima überrascht. So weiter. Gib ab, bevor mir der Geduldsfaser ist. Ich hab dich in der Tat. Der Übergang ist gesperrt. Verzieh dich, du Missgeburt. Aus dem Weg. Du wirst ersticken. Ich sag's dir nicht.
Niemand hat einen Schein. Kein Passierschein, kein Zutritt. Ja, gut. Wie komme ich am Passierschein? Ah. Oh. Ich denke mir mal, da oben kann mir auch keiner weiterhelfen. Ja, nee, die verbrannte Leichte. Verbrannte Leichte, genau. Verbrannte Leiche hat auch nichts. Ich will doch nur den Blödpapierschein. Achso, du bist aber ein Händler, mit dem ich eben geredet habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier irgendwas finde, was mir weiterhilft. Oder muss ich vielleicht doch erst zum Baron und da mir das hier Schein holen? Ich darf vielleicht ein? Pferdchen, bleib! Kaya, was habe ich dir darüber gesagt, über den Namen Heidi? Was habe ich dir gesagt? machen wir das hier erstmal. Denk mal scharf nach, was ich dazu gesagt habe. Ich habe mich geweigert, dass du mich so in Händen sollst. Lass dir irgendwas anderes einfallen. Bist du so einfallsreich? Ey, guck, das klingt wie so eine. Wie so ein Deodorant oder. Oder ein Einkaufsladen. Langsam. Kann ich mit dem Pferd eigentlich springen? Nein, kann ich nicht. Nein! Plötze! Nee, nicht! Nein, tu es nicht! Aus! Stimmt, sorry. Och, alles gut, Papa, schon. Ich werde gern wie ein. Ich bin gern wie ein Deodorant. So. Der Vorbeischwimmen so, geht. Gut. Echt? Da kommt man dann überhaupt an den Mauern vorbei? Oder schrumpft man sich dann einfach nur den Wolf? Weiter so, bitte. Das Reiten lerne ich noch. Sagte sie im Wissen, dass sie es nicht tut. Musst du direkt ausprobieren. Ich probiere es gleich aus. Wenn ich weiß, ob das mit dem Baron funktioniert. Muss auch irgendwie klappen, dass man an diesen scheiß Passierschein rankommt. Alter! Wo bin ich eigentlich hier gelandet? Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Aber das Geschrei, das war geil. Also für das Geschrei hat sich das echt gelohnt. Aber jetzt mal ernst, wo bin ich? Ich hasse dich! Ich habe gerade einen Hass auf dich. Einen ganz großen. Alter.
Ja, ganz toll. Super. Bin begeistert. Also die Pumpe geht. Oh, noch eine Leiche. Noch einer hängt da. Das ist gut, dass die Pumpe geht. Echt? Gerade tut es so ein bisschen weh, weißt du? Ich habe so ein Stechen auf der linken Seite. Ich weiß nicht, muss das so sein? Was ist mit den Minen, die ja die Mädels verspielen? Ich weiß nicht, was für Möglichkeiten haben, fast hier schon ranzukommen. Okay. Also, ich habe es noch nie geschafft, tatsächlich. Ich bin aber auch noch nie so weit gekommen wie jetzt. Das ist ein sehr großer Fortschritt für mich. Schon von den Krankenstein sind Höhe Grusi nach des Gerichts geschickt. Bruder, ich will doch nur. Überhaupt richtig? Doch, das ist ja eine Burg. Mit dem Baron. Muss ich jetzt ernsthaft einmal drum herum rennen? Guck nach vorne. Nein, nein, nein! Dass mich jede Leiche berührt. So, hier einmal links abbiegen. So. Nein. Nur weil ich da einmal angeeckt bin. Ernsthaft? Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Ich übel. Ist der Schein. Und du bewegst mich, Mann. Ich komme gar nicht zu Fuß. Das höre ich auch öfter, dass ich scheintot bin. Und dann, wenn ich noch im Bett liege, früh morgens. Ich bin auch wie scheintot. So, hallo, Lüle. Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mittag. Nein. Noch nicht. Ich möchte aber erstmal meine Sachen hier reparieren lassen. Geht das hier? Wie kann ich helfen? Reparieren. Du, meine Sachen. Geht das? Ich würde mir gerne. Ja. Oh. Nein, nein, ja, nein. Ich möchte nichts zerlegen. Außerdem haben wir das Tutorial bereits gehabt. Ich würde gerne erstmal ein bisschen was verkaufen. Ach. War eben dumm, was ich da gerade. Von 19. 22. Ach, komm, hör auf.
Kaufen wir es mal alles. Brauchen wir nie, man nie, man nie. Nee. Okay, das ist Silber. Nördlicher Grenzposten und zwielichtiger Händler. Ah, okay. Merke ich mir auf jeden Fall. Versuche ich. Ich versuche es mir zu merken. Danke für den Tipp. Das haben wir schon. Den Schlüssel würde ich gerne behalten. Das würde ich auch gerne behalten. Okay. Ja, mit, leb wohl. Stimmt, mit Gwind wollte ich mich auch nochmal anfreunden. Oh, weil gehen wir aus der Sonne. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Gott zum Gruße. Oi. Eine Prinz Eisenherz. Ja, von der Frisur her. Oder, ungelogen, ich hatte als Kind auch mal eine Zeit lang so eine Frisur. Und das sah echt aus, als hätte man mir einfach so einen Topf draufgesetzt und dann einfach drumherum geschnitten. Das sah furchtbar aus. Das sah echt furchtbar aus. Aber fragt mich nicht, warum. Ich hatte der Friseuse damals eigentlich eine ganz andere Frisur gezeigt. Und die, das sollte eigentlich so ein Stufenschnitt werden mit einfach nur einem geraden Pony. So, aber halt noch relativ lang die Haare. Was hat die gute Frau gemacht? Hat einfach alles gleich lang geschnitten. Und das sah aus, wie der gute Herr da. Ja, ich hatte leider so eine Friese. Es gibt aber Gott sei Dank keine Bilder mehr davon. Ich habe sie alle, über den Jordan geschickt. Sag ich mal so. Ich möchte einmal gucken, ob wir jetzt mit Gretka nochmal reden können. Ja, ich glaube so wohl nicht, dass ich die Bilder zeige. Das sieht ja verboten aus. Also das sah echt verboten aus. Ja, wir dürfen endlich mit Gretka reden. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Ah. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie dir die wunderbar aufziehen können. Ja, ich weiß. Erkennst du das? Mein Kreisel? Ein Grund mehr, warum ich keine Bilder mehr habe. Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht. Und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Mhm. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Einen grünen Stein. Frühstück ans Bett. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck hat ihn sogar gut, zeig ihn keinem. Vor? Er ist sehr viel wert. Gut nach Woche. Letzten Sonntag habe ich auch Frühstück ans Bett bekommen. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. So, gut. Haben wir das auch. Ich weiß gar nicht, warum sie vorhin nicht mit uns reden wollte. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Weißt du was, ich versohle dir gleich den Hintern und dann kannst du so lang schrubben, bis du alt und grau bist. Unglaublich hier. Dass ich als Hexer los bieten lassen muss. So. Herr Baron. Hexer, auf ein Wort bitte.
in der Tasche. Und? Was gibt es? Ein und dasselbe. In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Naja, wenigstens ist er nicht mehr besoffen. Muss ja auch so einen Vorteil haben. Da. Man hat ihn durch den ganzen Blumen gar nicht gesehen. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Besser. Die violetten Blüten. Naja. Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da? Die gefüllten? Oh. In Sirikanien werden Dufte, sie danke für den Paradiesvögel Raid. Vielen lieben Dank. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Ja, das wird auch soweit ganz das gut. War klar. Ich hätte früher handeln. Ich glaube, wir kommen ganz gut voran, denke ich. Sollen. Aber sind halt immer noch sehr, sehr weit am Anfang. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden. Ich habe zum Beispiel vorbeigebracht. Ja, vielen lieben Dank. Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Ich hoffe, Henker? Du hattest einen tollen Stream. Ist sie gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich irgendwie weder wieder Kingdom Hearts 2 noch zurückkehren. Besser als der erste? Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Das hätte ich ja. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Bist du denn was? Nicht? Was kann das denn sein? Also, tatsächlich finde ich den zweiten echt deutlich besser. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Ach. Was ist das? Ein Geleitbrief. Ha! Seit er sich des Pontatals bemächtigt haben, ist ja, warum bin ich nicht recht im Baron? Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ihr auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst. Also gerade die Stelle in Halloween Town finde ich cool. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris also, Genesung das höre ich echt selten, dass man sagt, dass der erste besser ist. Galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder hätte ich nicht gedacht. Zu lockern. Gibt's wieder eine neue Ciri-Erinnerung? Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ja. Ein Wildschwein dieser Größe zu erleben, wäre eines Festmahls König Voltes würdig, wäre er noch am Leben. Ich auch nicht. Ciri! Komm, ja, dir Ciri. Sollte die ganze Keule gehören, oh, ich finde liebe dich. Und ob. Ja, ich bin Fangirl. Mädchen. Ich geb's ja zu. Schlecht, aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Wir sind ehrlich. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber ja. Ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf.
Auf jeden Fall kein Junge. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. Sicher. Meinst du also, du bist eine Hexerin? Mhm. Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Mhm. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Echt? Kennst du also mit Dark Souls habe ich ja noch überhaupt nichts am Hut. Nicht so gut. Ich besitze die Spiele, außer dem ersten. Manchmal zwickt's aber mich im liegen Rücken. Noch ungespielt bei mir rum. Niemand interessiert sich für deine. Bin Rücken. Nur nicht sicher, ob ich das wirklich in meinem Stream spielen Manche sollte. Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Ich glaube, ich könnte durchdrehen. Sie steigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Ah, ja gut, an manchen Stellen kann das wirklich ein K2 hinhauen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, mich hatte da die Story an sich noch weiter mehr gereizt. Die Welten mehr. Und ich fand allgemein die Steuerung an sich auch besser als im ersten. Wobei ich beide, also die komplette Reihe ja liebe, bis auf einen Teil. Zwei Teile habe ich noch nicht gespielt. Aber einen DS-Teil, den fand ich ja grauenvoll. Ich fand den zweiten bisher echt immer besser als den ersten. Was ist los? Hast du etwa Angst? Gut, bei mir stecken aber auch noch viel, Nein. wirklich sehr viel Kindheitserinnerungen drin. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Ich muss immer noch drei zucken. Ja, ich auch, was Kaya, ich auch. Ehre. Oh, das wird ein. Ich hab ja bis zu einem gewissen Anblick. Punkt gezockt. In der Tat. Aber dann leider Abgemacht. Nicht mehr weitergezockt. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Ja. Abgemacht. Angst vor Enttäuschung. An deiner Stelle würde ich nichts mehr Dachte, trinken. Mich würde das Ende vielleicht du enttäuschen. Du hast einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Aber ich werde bestimmt Kingdom Hearts auch nochmal irgendwann im Stream spielen. Und dann ziehe ich das Ding durch. Und wenn ihr mich dazu nötigen müsst, ich ziehe das Ding durch. Weil bei Witcher ja auch gerade. Wobei, da habe ich mich selber zu gezwungen. Auch weil ich Teil 1 und 2 spielen wollte. Endlich mal nach Jahren. Bereit? Wer zuerst beim Turm ist. Oh nein, das geht doch in die Hose. Aufsteigen! freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Oh Gott. Komm schon. Ah! Dein Schwert gehört mir! Das werden wir ja sehen! So, ich weiß, dass ich. Scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. So, jetzt nochmal. Dein Schwert gehört mir. Das werden wir ja sehen. Komm schon. Komm schon. Ich will gewinnen. Aha. Ja. Okay. Du bist der Wind, keine Frau. Jetzt erstmal schauen. Du Nein, hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Ja, auch. Ja, Muddlefitz, die taucht immer und überall auf. Das ist. Ja. Ich finde, bei Muddlefitz hätten sie es belassen sollen, wie es vorher war. Aber naja. Sie schrie wie eine Irre. Ja, dir auch eine gute Nacht. Alle die Wette und danke, dass du noch reingeschaut hast. Alle rannten, um sich zu retten und, ja. und riskierten sich dabei Blaffel den Hals zu brechen. Tage. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Und Spaß werden wir auf jeden aber Fall haben. Was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Ich erlebe hier ja gerade zum ersten Mal Witcher 3. Oh nein. Intensiv. Ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Intravenös. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ciao. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge. Ich werde auch Anna finden. Boah.
Dreieinhalb Stunden super heftig. Ja, dir aber auch eine gute Nacht und danke nochmal für den Raid. Und ja. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und eine gute Nacht. Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass man nur bis zu einem gewissen Punkt mit dem Baron spielen kann. Aber ich weiß, dass ich zu schlecht bin, als dass ich gegen ihn gewinnen könnte. Wagen wir es oder lassen wir es sein? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß, dass ich verlieren werde. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Ja. Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Meint er. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Ich bin ja jetzt so ein bisschen Ähnlichkeit mit... Temerien gibt's nicht mehr. Und daher dem einem König aus Game of Thrones. Die nilfgaardische Garnison Robert. Vor Ort. Sie so ein bisschen. Stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald nur, dass andere. Er wahrscheinlich nur besser kämpfen kann als Schwarzen der... Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen GOT. Haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Und er ist nicht ganz so fett. Komm, wir probieren's. Schon mal Gwent gespielt? Oh ja. Ich glaube, wir werden verlieren, aber wir versuchen es einfach mal. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Das wird nichts. Wie klingt das? Das klingt super, aber das wird nichts. Kann losgehen.